Energieversorger sehen sich seit dem Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehenden eingestellten Gaslieferungen aus Russland mit großen Herausforderungen konfrontiert. So auch Hannovers Energieversorger Enercity. Das bekommen vor allem Kundinnen ab. Seit dem 1. Oktober sind die Preise für Strom- und Gastarife erhöht worden. Also die Preissteigerungen liegen an den sehr stark gestiegenen Gasimportpreisen. Dadurch, dass Russland nicht mehr Energie liefert, haben wir weniger Angebot als in der Vergangenheit. Dadurch sind die Preise sehr stark gestiegen. Das heißt, das Gas, das wir beschaffen, ist sehr, sehr teuer und das geben wir an die Kunden. Aber wir haben jetzt durch die Gaspreisbremse, die wir in der Gaskommission der Bundesregierung empfohlen haben, werden wir wieder ein Einbremsen der Gaspreise sehen. Erste Entlastungen erhalten die VerbraucherInnen seit diesem Monat durch die gesunkene Mehrwertsteuer von 19% auf 7%. Mit der vorgeschlagenen Gaspreisbremse könnte ab März 2023 bis Ende April 2024 eine weitere Entlastung dazukommen. In dieser Zeit sollen 80% der Kosten eines geschätzten Grundkontingents, das sich nach dem Verbrauch im September richtet, auf 12 Cent pro Kilowattstunde abgesenkt werden. Wichtig sei aber trotzdem weiterhin zu sparen, damit überhaupt genug Gas zur Verfügung steht. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt in diesem Winter, um gut über diesen Winter durchzukommen, Energie sparen, alle miteinander. Ich bin im Moment mit den Sparengagementen der Menschen hier in der Region nicht zufrieden. Wir sind nicht bei den 20%, die wir sparen müssen. Daher ist mein Appell an alle Kundinnen und Kunden, Energie zu sparen, weil nur so schaffen wir es gut, durch diesen Winter zu kommen. Trotz der aktuellen Energieknappheit solle die Energiewende aber weiter vorangetrieben werden. Bis 2026 soll das Kohlekraftwerk in Hannover-Stöcken vollständig abgeschaltet werden. Dazu werden 10 bis 14 Ersatzanlagen entstehen. Also wir setzen auf Geothermie, wir setzen auf Industrieabwärme, wir setzen auf Großwärmepumpen. Es werden jetzt große Wärmepumpen entstehen. Wir setzen auf Altholzverbrennung und Abfall. Doch nicht nur Anlagen, die das Kohlekraftwerk ersetzen können, sollen gebaut werden, sondern auch weitere erneuerbare Energiequellen sollen in Zukunft die Menschen in der Region versorgen. Enercity verfolge für die Zukunft das Ziel, klimaneutral zu werden.